Dann ganz kurze Fragen. Deine Lieblingsserie? Friends. Lieblingsfilm? Austin Powers. Oh, wow. Lieblingszitat? Oh Gott, das habe ich nicht. Lieblingsessen? In meinem Dorf gibt es ein Wirtshaus, das heißt Öden Turm, und da gibt es Pustersteak, und das ist das geilste Essen, was es gibt auf der Welt. Gesundes Essen oder Süßigkeiten am Abend? Eine Mischung aus beiden. Also das, was auf das, worauf ich gerade Bock habe. Was ist deine größte Leidenschaft neben der Bühne? Oh, ich habe keine Leidenschaft außerhalb der Musik, das gebe ich ehrlich zu. Also ich habe so, natürlich hat man Hobbys und so weiter, ne? Aber eine Leidenschaft, vielleicht das Reisen, irgendwie schöne Orte sehen, das Dann warme vielleicht Länder oder kalte Länder beim Reisen, eher warme. warme Länder, auf jeden Okay. Fall. Also es kommt natürlich darauf an, ich würde jetzt keinen Städtetrip machen, wenn es irgendwie 40 Grad hat. Das so quälen würde ich mich nicht, aber an sich lieber warme Länder. Du sagst oft, du hast ja kein wirkliches musikalisches Vorbild, du konzentrierst dich lieber auf dich selber. Aber mit welchem internationalen Künstler würdest du, wenn du könntest, mal eine Collab machen? Also du sagst ja, das wäre für dich mega interessant. Coldplay. Coldplay, das weiß ich sofort. Bringt dich ja auch zum Wein, habe ich gehört, Fix You. Ja, das Das ist ja einer läuft der dann. wenigen Songs. Nee, auf jeden Fall. Also ich bin seit so vielen Jahren, seit ich Teenie bin, auf jeden Fall Fan von Coldplay, und die Musik berührt mich einfach auf so eine andere Art und Weise, wie mich keine andere Musik berührt. Und das Songwriting, die Band an sich, die Live-Shows, alles an denen finde ich einfach unheimlich toll. Und deswegen, ich würde auch einfach gerne mal, der Song muss gar nicht mal rauskommen, aber das wäre natürlich die Kirsche auf dem, wie sagt man, Eisbecher? Auf der Auf der Sahne. Sahnetorte, Auf aber der ist auch Sahne. gut. Aber ich würde einfach mal gerne mit denen im Studio sein und mit Chris Martin einfach schreiben und gucken, was passiert.